Heute zeigen wir euch mal wieder einen Bluetooth-Lautsprecher. Los geht's nach dem Intro. Die Firma Irfan hat uns hier einen Lautsprecher zur Verfügung gestellt, dass wir ihn mal testen. Akkulaufzeit beträgt bis zu 16 Stunden. In unserem Test bei etwas höherer Lautstärke waren es ungefähr 14,5 bis 15 Stunden. Das Schöne an dem Produkt ist auf jeden Fall, dass er auch immer noch über einen AUX-Eingang verfügt, sodass ihr eine externe Quelle einspeisen könnt, die kein Bluetooth zum Beispiel hat. Sei es jetzt euer ein Smartphone, ein Handy, ein PC, keine Ahnung, wobei da eigentlich ja Bluetooth der Standard ist. Des Weiteren USB-C mittlerweile, was man eigentlich auch nur bei den etwas wertigeren Lautsprechern findet. Das schon mal auf jeden Fall hier zum Hervorheben. Mitgeliefert wird natürlich das USB-C-Ladekabel, die Anleitung, was ja auch schon Standard ist. Das Schöne an dem Produkt ist, ihr habt eine Indoor-Outdoor-Funktion, sodass ihr, wenn ihr draußen unterwegs seid, hier oben die Taste drücken könnt. Ein starker Unterschied merken wir persönlich nicht. Ich führe es nachher mal vor. Was er allerdings macht, er fährt, wenn ihr im Outdoor-Bereich seid, den Bass ein bisschen runter. Dadurch kann er ein bisschen lauter spielen und ist nicht mehr so kraftvoll. Aber das ist wirklich nur minimal rauszuhören. Jetzt nicht eigentlich so von großer Bedeutung. Ansonsten habt ihr hier oben noch die Funktion, natürlich Bluetooth an auszumachen, laut leise zu machen und auch mit der mittleren Taste Musik zu starten und zu stoppen. Auch interessant an dem Produkt ist natürlich der Preis, 59 Euro. Gibt natürlich gute andere Alternativen. Das Schöne ist halt hier wirklich, ihr habt einen 360 Grad raumfüllenden Sound, der schon sehr, sehr gut sich entfaltet. Bei basslastiger Musik, klar, kommt er sehr schnell an seine Grenzen. Er hat jetzt nicht so viel Volumen, dass er da extrem tief spielen kann. Außerdem eine schöne Funktion ist, dass ihr das Gerät natürlich auch mit einem zweiten koppeln könnt, sodass ihr ein Stereo-Paar erstellen könnt. Dann habt ihr im Prinzip zweimal 360 Grad Sound. Ein Mikrofon ist auch mit drin integriert, sodass ihr darüber auch freisprechen könnt, wenn ihr das natürlich möchtet. So, ich denke, wir kommen mal zum Wesentlichen und hauen das Ding mal an und führen euch den Sound mal vor. Der Lautsprecher steht ungefähr 30 cm vom Mikrofon entfernt, dass ihr da auch mal eine Entfernungseinschätzung einfach habt. Und die Lautstärke ist ungefähr auf 65%. Ich mache jetzt einfach mal Start und wechsle dann mal ab und zu für Indoor-Outdoor. Vielleicht fällt euch ja irgendein Unterschied auf. Los geht's! So, also für den ersten Eindruck, ich denke, es ist echt okay. Raumfüllend ist er auf jeden Fall. Für 60 Euro denke ich auch jetzt erstmal kein Fehlkauf. Man kann natürlich Alternativen nehmen, seien es von JBL oder auch von Sony. Wie gesagt, da kriegt ihr halt jetzt nichts, was 360 Grad raumfüllend ist, aber das muss jeder auch für sich selbst entscheiden. Die Kauflinks packen wir euch wie immer in die Infobox. Dort findet ihr auch die ganzen Produktdaten, mit was wir für ein Equipment hier aufnehmen und mit was für ein Mikrofon wir aufnehmen, dass ihr da auch nochmal ein bisschen informiert seid. Ihr könnt natürlich uns gerne ein Like da lassen, uns Fragen in die Kommentare stellen oder halt uns natürlich
natürlich auch ein Abo geben. Das würde uns besonders freuen, damit wir einfach weiter wachsen und euch weiterhin Produkte vorführen können. Hier wird in Zukunft natürlich auch noch allerhand kommen, also behaltet uns im Auge und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.